Hier sehen Sie das Jahreshoroskop für das Jahr 2018. Fälschlicherweise wird es auf dem Internet in manchen Medien auf den 1. Januar 2018 erstellt, weil man wahrscheinlich dort davon ausgeht, dass unser Jahreskalender mit dem Kosmos übereinstimmen würde. Dabei ist natürlich klar, dass zum Beispiel der byzantinische Kalender heute sich im Jahr 8500 befindet, der jüdische Kalender im Jahr 5780 ungefähr und wir uns im Jahr 2017 und es gibt noch etwa 20 verschiedene, man denke an Indien und so weiter, 20 verschiedene Kalenderdaten. So ist es auch mit den Tagen. Also wir können nicht einfach sagen, das Jahr beginnt kosmisch, meine ich jetzt, am 1. Januar 2018. Warum der 21.12.2017 noch um 17:28 Uhr für jeden Ort der Welt? Natürlich sind dann dort, muss man dann die Stunden umrechnen. Warum also der 21.12.? Weil an diesem Tag exakt die Sonne am Wintersonnenwendepunkt befindet, wo sie den tiefsten Stand, also der Tag ist sozusagen am kürzesten, erreicht hat und ab diesem Datum werden die Tage dann wieder länger und das geht ganz wenig. Sie können das in gewissen Agenden sogar nachschlagen, dort steht Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, es müsste natürlich Weltuntergang und Weltaufgang heißen, da wir ja, dass ja die Erde ist, die sich um die Sonne dreht. Das machen wir nicht, ist auch nicht so schlimm. Vielleicht musste ich dies gar nicht erklären, weil viele von Ihnen, wie ich bemerkt habe, astrologisch sehr, also meine Aufrufe mit weniger Followern, mit weniger Mitgliedern, sind Menschen, die sehr viel von der Astrologie verstehen, die selber schon Astrologen sind zum Teil. Und dafür möchte ich auch einmal Danke sagen, auch wenn es mir selber nicht immer Spaß macht, auf YouTube Astrologie-Videos zu erstellen, aber ich mache nun mal Astrologie und da kommt es auch nicht darauf an, wenn ich zwischendurch etwas extra mache, was ich für mich so gründlich oder so lange zumindest nicht aufnehmen würde. Wer also ein Problem hat mit seinen Wünschen und Idealen und Ideen, der müsste jetzt eigentlich abschalten, weil dieses Horoskop nicht unbedingt so aussieht, dass er ja sich da eine halbe Stunde oder eine Stunde toll freuen kann. Warum nicht?
Weil nach 29 Jahren die Sonne hier auf der Erdachse, also zu 0 Grad Waage und 0 Grad Widder und in Opposition zu 0 Grad Krebs, das sind die Kardinalzeichen, auf 0 Grad Steinbock steht die Sonne mit dem Saturn zusammen und zwar ganz, ganz nahe. Also 29 Jahre lang können Sie sich ja vorstellen, wie der Mond in einem Monat 29 Tage hat, hat der Saturn 29 Jahre. Und da stand immer dann die Sonne hier auf jedes Jahr um den 21. stand die Sonne auf 0 Grad Steinbock, aber der Saturn, der stand dann immer woanders. Also hier, wie ich es einzeichne, 29 Jahre hat er in dieser Richtung, um den Tierkreis zu umrunden. Und jetzt steht er nicht einfach im Steinbock oder Ende Schütze. Er hat jetzt 3 Jahre das Zeichen Schütze durchlaufen, sondern er steht exakt auf 0 Grad Steinbock. Das ist schon mal ein Fakt, der astrologisch zu denken gibt. Und jetzt kommt hinzu, dass wir eben das Jahreshoroskop mit der Wintersonnenwende beginnen lassen und dadurch die Sonne auf 0 Grad Steinbock dirigieren müssen. Und jetzt stehen die exakt beieinander. Wie exakt, können Sie hier schauen. Jahreshoroskop, Sonne 0 Grad Steinbock, hier. Und Saturn 0, 10 Steinbock. Das ist 0. Das ist eine totale Konjunktion. Und dann steht noch, wenn Sie das sehen, der Polus, also das Attentatsgestirn auf dem Saturn und auf der Sonne. Auch das wollen wir im genauen Wert. Polus 28,49, also 29 Grad Schütze. Das heißt, der Polus steht auch, das ist ein Grad, auch auf der Sonne und auf Saturn. Man kann das auf der Linie, kann man das genauer anschauen. Da ist die Sonne und der Saturn und der Polus zusammen. Und die Venus auch, aber das ist keine Überraschung, die steht immer nahe bei der Sonne. Wenn man jetzt die Quadrate einstellt, steht Sonne und Saturn am Widderpunkt, das heißt eben an der Erdachse. 0 Grad Widder, Waage, Krebs und Steinbock. Und Neptun und Pluto spiegeln sich im Quadrat. Das ist denkbar ungünstig. Mal schauen, ob es in der Konjunktion auch so ist. Nein, hier nicht. Aber im Quadrat. Und der Merkur steht noch beim Neptun. Auch im Quadrat. Das gilt für ein Jahreshoroskop. Nur muss man auch wieder sagen, also das Jahreshoroskop, das
betrifft natürlich nicht Sie persönlich. Erstens, es hat keine Progression. Zweitens, es ist das Horoskop der Menschheit, also vom Jahr. Also eigentlich nicht einmal das Menschheitshoroskop, sondern was bringt das Jahr an Dingen hervor? Nur dann wiederum das Gegenteil, Sie sind natürlich auch ein Teil davon. Also jeder, ich auch, jeder ist ein Teil dieser Menschheit und dessen, was da passiert, viel weniger geschieht, viel mehr passiert. Und in diesem Sinne sind wir natürlich trotzdem auch mit beteiligt. Noch genauer würde es, wenn wir bei 0 Grad wieder dann ein neues Quartalshoroskop, bei 0 Grad Krebs noch ein Quartalhoroskop und bei 0 Grad Waage noch ein Quartalshoroskop und dann wieder beim Steinbock das neue Jahreshoroskop berechnen würden. Machen wir jetzt nicht. Diese Aszendente und Deszendente können Sie mal eine Weile vergessen. Ich habe das für Berlin gemacht. Aber braucht es jetzt nicht. Jetzt bin ich mit der Hand auf die Tastatur gerutscht. Jahreshoroskop 2018. 21.12.2017 gilt aber für das Jahr 18 in Berlin. Und hier möchte ich keine Häuser. So, ja. Warum jetzt wiederum der Polus fehlt? Fehlt er überhaupt? Ja. Weiß ich nicht. Das weiß ich wirklich nicht. Sehen Sie? Ich weiß es einfach nicht. Da muss ich einen anderen Parameter einstellen. Polus zeigen. Ja, jetzt. Ich weiß nicht, warum es mir den weggeworfen hat. Hier ist der Polus. Und es hat hier ein schönes Rechteck, also, aber eben. Wozu? Hier ist ja nichts. Hier ist die Opposition von Pluto. Also hier. Und hier auch. Da wären dann positive Stellen. Wenn die Sonne drüber läuft, oder die Venus, oder der Merkur, und so weiter. Und so fort. Der Merkur hat ein Quadrat zum Neptun. Das bedeutet, dass in diesem Jahr wir
oder sagen wir mal, die Welt, ja, die aufgesetzte Welt, die der Erde aufgesetzte Welt, und das sind denkende Menschen, ihr Idealbild nicht finden können. Sie leben einen Traum. Und sie sind nicht einmal sicher, ob es ein Traum ist oder nur diese ewig täuschenden Projektionen, die wir mit dem Denken produzieren. Weil fast alle Worte und Namen und getauften Gefühle sind ja fiktiv, sind Fiktionen. Es gibt so wenig Sicheres, das unsichtbar ist. Und selbst das Sichtbare ist manchmal unsicher oder kann unsicher werden, ob es so stimmt, wie es sich abspielt. Ein Stein ist ein Stein, ein Brett, aber was zwischen uns Menschen, zwischen Ländern und Völkern geschieht, das ist eben, das sind Handlungen, die aufgrund von Gedanken passieren, viel mehr passieren als geschehen. Und das ist alles so unsicher. Und diese Sonne-Saturn-Konjunktion, die exakt aufeinander steht, die ist natürlich eine Krux. Denn Merkur-Neptun-Quadrat zeigt schon an, dass es nicht das Wesentliche ist, das wir bräuchten, was wir da denken. Und denken, man kann da über das Denken allerhand sagen, aber es ist wichtig, weil die Sonne am Tag, also ihre Sonne, meine Sonne, dem Denken folgt. Sie folgt nicht den Gefühlen. Erst auf einer nächsten Ebene und bei vielen überhaupt nicht. Bei den Vieldenkern und Klugdenkern überhaupt nicht. Die haben den Kontakt zu den Gefühlen nicht. Also sie haben keine Zeit dafür. Sie verdrängen sie, sie unterdrücken sie. Und dadurch haben sie auch keinen, haben sie auch den Kontakt zur Seele im Jenseits verloren, die alle unsere Gefühle, die wir ihr schenken würden, als Reaktion auf ihr Fühlen, das sind die Gefühle, die Gegengefühle, unsere Gegengefühle, die sie sammeln würde, und so verlieren wir den Kontakt zur Seele und haben ihn schon verloren, und 2018 wird so ein Jahr sein, wo das ganz, ganz deutlich wird. Das ist kein esoterisches Jenseits, was ich hier sage. Das spielt sich zum Teil bereits schon ab. Das letzte Jahr war Sonne auch auf dem Steinbockpunkt, ja, also Widerpunkt sagt man dem, egal, ist im Quadrat dazu, also auf der Erdachse, aber der Saturn war noch im Schützen, irgendwo im Schützen. Und vor 29 Jahren war er auch im Schützen. Das war am 21.12.
1988. Das sah es so aus. Außen. Also, die Sonne war wie immer, wie jedes Jahr, wie das letzte Jahr auch, auf 0 Grad Steinbock. Aber der Saturn befand sich schon auf 4 Grad Steinbock damals. Das sind immerhin ein Abstand von 4 Grad. Und der Uranus 1 Grad von der Sonne weg. Da hatten wir noch, also die Menschheit jetzt, hatte das Kollektiv noch ganz andere Sorgen und ein großes Maul. Ich glaube, dort fand die Versöhnung zwischen Amerika und Russland statt, wenn ich mich nicht irre, oder 87. Also, das sind jetzt eigentlich 30 Jahre. Ich muss ein Jahr zurück. Es ist egal, ich möchte es Ihnen nur so zeigen, wie man Jahreshoroskop erstellt. Das war dann nicht am 21. Das war dann einen Tag später am 22. Und auch einige Stunden später, Sie sehen es hier. Ja. Etwa um 10.51 Uhr, am 22.12. war das damals. Und da war der Merkur auf der Sonne. Es ist sicher interessant, wenn Sie 1987, 88, also das gilt jetzt für 1988, war aber am 22.12.1987 noch. Einfach Ende Jahr galt für das nächste Jahr. Interessant, wenn Sie nachschauen können, was unter derselben Konstellation sozusagen mit der Sonne auf 0 Grad Steinbock damals geschah. Ich habe auch ein bisschen mal nachgeblättert. Aber es war da sehr vieles. Ich glaube, es war sogar am Tag von der Wintersonnenwende sogar ein Attentat auf jemand oder ich weiß es nicht mehr. Also da würde ich jetzt nicht mich verbürgen. Auch damals stand der Mars im Skorpion, der Pluto war im Skorpion. Aber wir hatten ganz andere Verhältnisse, diese Atomdrohungen, die gerade heute zum Beispiel Amerika den Russen macht, sie sollen die Atomverträge einhalten und keine Mittelstreckenraketen mehr. Sonst würden die Sanktionen noch höher. Ja, da haben wir die Sanktionen und da haben wir als Saturn, der ja in den individuellen Horoskopen da von vielen Sternen sehr hoch gelobt wird, durch den Schützen lief. Saturn bedeutet ja Mauern, Bollwerke, Zäune, Grenzen, Denken, Zeit. Und alles das liegt noch immer am Boden, obwohl der Schütze
ein Rechtszeichen ist und der Saturn den Schützen jetzt verlässt. Und man eigentlich sagt, wenn der Saturn das Zeichen verlässt, also wenn er reingeht in ein Zeichen, nimmt er dir alles und wenn er rausgeht, dann hast du das. Und genau das haben wir jetzt nicht. Also Amerika hat von verschiedenen Seiten mindestens ein Dutzend skandalöse Prozesse von den Pädophilen, dieser Al Franken und Connelly die Clinton und der FBI verfolgt den Trump, sie verfolgen ihn wirklich. Und Impeachment, wie ich gesagt habe, ich habe nicht gesagt, es findet statt, aber ich habe gesagt, es kann stattfinden und es wäre noch das Geringste. Irgendein Mal in den 80er Jahren wurde auch Reagan angeschossen, aber ich glaube, das war früher, 1981 oder so. Könnte man jetzt auch das Jahreshoroskop einstellen, will ich jetzt aber nicht, weil ich sonst aus dem Konzept gerate, dieses zu besprechen, also nicht das von 1987, aber 1987, da waren ähnliche Themen nur im positiven Sinne und diesmal sind sie eindeutig im negativen Sinne. Und dieser Merkur zum Neptun, der wird uns nicht erkennen lassen, was Illusion ist und was nicht, weil der Saturn da oben bei der Sonne einfach zu stark ist. Und in Illusionen haben wir in den letzten 3 Jahren als Saturn dann die Wanderung, ja, Wanderung ist Schütze, Saturn war im Schützen, auf den Weg gebracht hat von vielen Tausenden, von einer Million und 6, 7, 8 oder 10 oder 100 Millionen warten noch. Da wurde dann auch eine Rechtspartei gegründet, die war rechts, also von der Richtung her, aber auch vom Gefühl her. Denn wir sehen, dass der Schütze, der ist ja im 9. Haus in den normalen Horoskopen. Wenn ich hier klicke, aber das muss jetzt nicht dieser Merkur sein, überhaupt nicht. Dann ist der Gegenbogen im Krebs da unten. Und die Menschen hatten Angst. Dann gab es auch Schütze, eine neue Partei, die sich dieser Ängste annahm. Die spielten nicht, also die schürten nicht Ängste, sondern das kann man gar nicht, sondern das Grundgefühl, das Urgefühl des Menschen und überhaupt jeder Blume und jeder Katze ist Angst. Die Tiere fühlen das und gehen darum schlafen nach dem Essen sofort. Die Menschen spüren das auch, aber sie wissen den Vorgang und den Verlauf nicht mehr und denken. Und so verdrängen sie die Gefühle und das Grundgefühl, das Urgefühl der Angst natürlich auch. Also,
im Schützen die Völkerwanderung und im Krebs die Angst vor in der Heimat. Schütze ist ja das Heim, die Wohnung, das Elternhaus. Schütze ist mundan das vierte Haus, wo ich zu Hause bin. Und zu Hause ist man zuerst einmal im eigenen Land, in der eigenen Nation. Amerika ist groß, hat aber Dutzende von Staaten, also im eigenen Staat. Und dann in der Gemeinde, und dann in der Familie, und dann bei sich, und dann mit all dem, was das wahrnimmt, die Psyche, mit der Psyche bei der Seele. Also die macht dann die Gegengefühle zur Seele im Jenseits. Also wir bleiben immer dieselben, und weil wir immer dieselben bleiben, wirkt der Saturn am deutlichsten. Saturn reduziert uns sogar auf uns selbst, wenn wir glauben, anders zu sein. Das heißt, jeder, der meint, er höre und sehe nun Engel und Stimmen und sehe Positives und meine, es kommt schon gut und so, positives Denken, ja, ungedeckte Schecks, also die sich dann zur Scheiterbeige aufbeigen, bis sie unter das Dach reichen, und plötzlich, wenn der Zahltag kommt, stürzen sie auf uns herab. Das ist positives Denken. Ich denke positiv, und behaupte, ich kann mit Gedanken die Welt verändern, aber meine eigene Meinung nicht. Und wenn ich dann genug positive Gedanken gedacht habe, dann sagen die Gefühle, wir wollen auch mal zum Zuge kommen. Und dann geschieht etwas. Das muss jetzt nicht nur negativ sein, es kann ja auch sein, dass ich positive Dinge getan habe, aber mit Denken mit Sicherheit nicht. Weil Denken hat immer auch einen Hinterhalt. Also niemand denkt uneigennützig oder denkt Uneigennütziges. Und dann kommt die Abrechnung. Und die ist manchmal so, dass wir sie dann Schicksal nennen. Also Saturn beendet die Kindheit, die Jugendzeit, er beendet Karrieren, also so oder so, positiv oder negativ. Karriere, das heißt ja Grube, ja, Abfallgrube, Französisch, Lateinisch, nach oben oder unten, also es ist nicht gesichert, dass Karriere dann immer aufwärts geht. Saturn bedeutet das Altern und unsere Lebensdauer im Diesseits. Warum sage ich Diesseits? Weil die Zeit hier endet, das Leben aber nicht. Dazu etwas nebenbei. Also, die Energie der Seele ist ein physikalisches Phänomen. Und der Physiker Robert Meyer hat nachgewiesen, dass sich die Energie nicht auflösen kann. Und darum eine Lebenszeit oder Lebensdauer, wie ich sie gerade genannt habe, gibt es demnach nur in der intelligiblen Welt. In der Wirklichkeit
müsste es die Zeit oder die Dauer unseres psychischen Erlebens heißen, nicht Lebenszeit oder Lebensdauer. Wobei wir dies dann, dieses Erleben hier im Diesseits, dann wiederum zu den Erfahrungen der Seele im Jenseits zurückkehrend betrachten müssten. Also die Seele hat Erfahrungen, sie sammelt ja unsere Gefühle, unsere Gegengefühle zu ihrem Fühlen. Solche, wie sage ich, Verwechslungen zwischen Grammatik und Physik gibt es zu Hunderten, selbst in den täglichen Wetterprognosen vom deutschen Fernsehen, ZDF, habe ich gehört, dass sie zum Beispiel vom Wind in Stundenkilometern sprechen. Ein totaler Fake. Also der Wind, bewegt sich heute Abend mit 7 Stundenkilometern vorwärts. Im Schweizer Fernsehen passten sie dies mittlerweile der Physik schon an und erklären es richtigerweise in Kilometern pro Stunde. Also die Distanz und Geschwindigkeit vom Wind kann nicht mit Stunden / Kilometern gemessen werden, sondern es müssen Kilometer pro Stunde sein, sonst versteht man nichts. Kmh/h, km/h will doch sagen Kilometer pro Stunde, also km, Kilometer ist vorne, dann kommt die Stunde, nichts anderes. Sie sagen es aber umgekehrt, sie sagen h/km aus und das bedeutet Stunden pro Kilometer. Man muss sich das vorstellen, Stundenkilometer, das gibt es gar nicht, es ist unsinnig. Und so reden wir, also das gibt es nur für eine Schnecke, die könnte vielleicht einen Stundenkilometer einmal zurücklegen, aber sicher nicht der Wind oder ein Auto, ein Fahrzeug, ein Mensch, ob er nun joggt, sprintet oder einfach nur kommt und geht, das ist unmöglich. Stundenkilometer gibt es nicht. Im ZDF sagt zum Wetter, also zur Bewegung des Windes, ja, wo die Ägypter die Hand an die Nase gehalten haben, das bedeutet Atem, Leben, ja, sagen die immer noch Stundenkilometer. Die verwechseln Grammatik mit Physik. Wenn wir sagen Kinderarzt oder Frauenarzt, ist das richtig? Das ist Grammatik. Das ist immer das Wichtige hinten, Arzt. Aber wenn wir sagen Stundenkilometer, dann würde das bedeuten, ich kann mit Kilometer die Stunden berechnen. Das kann ich nicht. Das geht nicht, das kann niemand. Er muss mit der Zeit die Distanz rechnen. Nicht die Distanz, also mit der Distanz die Zeit ausrechnen. Das geht nicht. Aber kommen wir zu den Planeten zurück. Die Planeten kümmern sich nicht um unseren Jahresanfang, es gibt also kein Horoskop für den 1. Januar eines Jahres, das über das Jahr etwas aussagen könnte. Wir müssen hier diese Sonne
Saturn betrachten, die so nahe ist, dass sie 0 Grad Abstand hat und der Polus 1 Grad, der Attentatspolus. Und Sonne, Saturn, wenn sie nicht zu nahe sind in der Konjunktion, kann man sagen, der kommt schon als Meister auf die Welt. Also zum Beispiel Mozart. Der hatte so eine Saturn-Konjunktion, aber nicht zu nahe. Und wohlverstanden, Mozart starb jung, starb unbelohnt, starb allein. Man weiß nicht einmal mehr, wo er begraben liegt, denn es kam ein Gewitter auf und selbst die paar Freunde, die dem Leichenzug folgten, verstoben in alle Richtungen. Irgendwer hat ihn dann trotzdem an den Ort geschleppt, den wir nicht kennen, und wo er begraben liegt. Wenn aber die Sonne so nahe beim Saturn steht, ist das eben nicht der Meister. Also die Geburt des Könners. Sondern dann ist die Sonne Saturn und das ist dann eine einzige Hemmung, eine einzige Blockade, ein einziger Wall, eine einzige Mauer. Vergleichen Sie das Horoskop noch einmal mit dem von 1987. Und betrachten Sie es. Und wie gesagt, schauen Sie auf diese Distanz, die Sonne zu Saturn hat, und auf der Sonne stand der Merkur, der sich damals sicher bemerkbar gemacht hat. Einen Moment, ich muss die Katze hinauslassen. Ja. Gang jetzt. Ja, da bin ich wieder. Dann sehen wir das der Mond im Wassermann steht. Hier. Und ich wollte beinahe sagen, spiegelt mit dem Polus von 1987.
Aber das ist natürlich, ja, auch lustig, aber das geht natürlich nicht. Also, der Mond steht im Wassermann und ist aufgeregt, ist ein Mond, der, also das Volk natürlich, das erregt ist und jeder für sich, Aufregung, Nervosität, teilweise sogar Aufruhr erlebt. Das ist so ein richtig revolutionärer Mond. Und der steht noch im Quadrat zum Mars hier und wird durch den aufgeheizt. Das heißt, wir projizieren unsere Gefühle, je nachdem, wo jetzt mit Aszendent und MC die beiden stehen würden, umso mehr, aber auch so. Wir projizieren die Gefühle nach außen und in diesem Fall sind das nicht einfach harmlose Gefühle, die sind ja hitzig, Maße, Gespenster und müssen die dann verfolgen. Also nicht müssen, sondern wir werden sie natürlich zwangsläufig verfolgen. Das ist relativ irre. Und dieser Mars, Merkur zum Neptun, unterstreicht das noch. Leider sind die Linien, die rote hier, also die rote vom Merkur zum Neptun ein bisschen schwach, die von Mars zum Mond ist stärker. Der Jupiter hat dann wiederum ein Quadrat zum Mondknoten, also zu den Wählern, zum Volk. Und das ist ein Quadrat, ja. Also der wird wieder. Ich sage jetzt nicht, dass Wahlen sind. Ich glaube, es sind gar keine nächstes Jahr oder nur landesweit oder innen im Land, also in der Provinz. Ich weiß es nicht. Wird wieder im Geldkreislauf oder in Rechtssachen oder in ja, einfach auf virtuose Weise beschissen. Jupiter macht's möglich. Aber das ist natürlich nur ein Aspekt, ein weniger wichtiger, die anderen da sind wichtiger, die Folgen davon sind wichtiger. Also, Sonne Saturn, gar nicht günstig. Mars im Quadrat zum Volk, zum Mond, zeigt die aufgehetzte Stimmung. Und die Launen an. Im Wassermann zum Skorpion, Revolten und Revolutionen. Das sagen dann einige zu den Klienten, denen sie Geld abnehmen. Sie müssen Entscheidungen treffen. Also,
ein Astrologe, der zu Entscheidungen auffordert. Eine Astrologin vielmehr. Die hat die Astrologie nicht begriffen. Denn wenn sie wirklich Entscheidung meint, in alltäglichen oder in alltäglichen Dingen, dann muss sie es nicht erwähnen. Und wenn sie das in wichtigen Dingen meint, dann verwirrt sie den Betreffenden. Denn der Mensch, der zum Astrologen oder zu Kartenlegern, die wirf ich aber jetzt nicht in den gleichen Topf, ja. Oder zu Hellsehern oder Traumdeutern oder Kaffeesatzlesern oder Tarot geht, der hat am wenigsten die Möglichkeit, Entscheidungen zu treffen und die anderen auch nicht. Der Billionär hat keine Möglichkeiten, Entscheidungen zu treffen, sondern es wird entschieden, was er tut. Er kann sagen, ich setze das Geld da und dort ein. Das kann er. Das ist aber keine Freiheit, sondern wenn er eben so und so veranlagt ist, wird er das Geld für schlechte Zwecke einsetzen. Wenn er so und so eine Anlage hat, wird er das Geld, wird er vernünftig sein und das, was man immer sagt, ja nein, also das ist ja unmöglich, kann doch nicht jedem Armen 100 Franken geben, das nützt denen auch nicht. Das ist schon richtig, das ist alles wahr und es ist alles nicht so einfach. Aber diese ganze Völkerwanderung, die im Schützen stattgefunden hat, hätte nicht statt, und schon vorher, schon im Skorpion, also schon länger als 3 Jahre, als diese neue Partei, die sich um die Ängste da unten und um das Haus und Hab und Gut gekümmert hat, wenn man das vorher die Armen, also die Mittellosen und wenn man denen Brunnen geschenkt hätte, und das ist dann wirklich, das würde dann mehr nützen als 100 Franken oder 100 Euro oder irgend sowas, sondern das würde auf Zeit nützen, ja, oder eine Ziege. Man kann Ziegen, ich kann Ihnen die Adresse geben, da kann man Ziegen kaufen und die bekommt dann eine Familie und die kann in Afrika eine Familie ernähren. Oder zwei, kosten 70 Franken oder Euro. Und das, also solche Dinge könnte man tun, kann der Billionär oder Milliardär oder weiß ich was, oder auch einfach reiche Leute könnten das tun, und wenn man das vorher getan hätte, dann wäre das nicht derart. Aber gell, ich meine, wenn Gouverneure und Senatspersonen, Männer, wegen Pädophilie vor Gericht sind und ins Gefängnis müssen, dann kann man natürlich auch nicht erwarten, dass sich irgendetwas ändert. Weil das sind ja nicht zwei oder drei. Das sind ja Dutzende, und es sind genau die, die den moralischen Zeigefinger am höchsten halten. Also dieser Ralf Ranken, der ist ja über alle, die er dort im Capitol Hill vernommen, also die vernommen wurden dort, ist der ja am meisten hergefallen.
Und plötzlich kamen Fotografien, wo er eine Frau gefesselt da in einem Monsteranzug und so weiter und so fort. Also schreckliche Dinge. Das ist die Demokraten, die sogenannten, wollten das dann als Schau abtun. Und gegen Hillary, ich sage jetzt nicht einfach immer nur die Hillary, aber gegen die Clintons, die doch wirklich den Russen das Uranium verkauft haben, für das sie jetzt wiederum umgekehrt bestraft werden, dass sie da bauen, Mittelstreckenraketen und so. Und dass die Amerikaner sich daran halten würden, was ich nicht glaube. Aber solche Sachen sind natürlich auch nicht richtig, ja, was die Russen machen. Und die das verkauft haben und dann falsche Dossiers erstellt haben gegen Trump und so weiter und so fort. Wie gesagt, er hat ja jetzt erst den Neptun auf der Sonne, also immer noch nicht ganz. Es kommt noch mehr und darum frage ich mich, was da mit Reagan damals passierte. Da könnte Trump, ich hoffe es nicht, ich fasse Holz an, aber mindestens gemeint sei nur, auch das ist passiert während dieser Zeit, wo hier die Völkerwanderung stattfand und die Gefühle da unten der Schütze reist gern in die oder denkt in die Weite. Und da unten wird geträumt und im Schützen wird der Traum analysiert. Das heißt, im Schützen ist die Synthese. Und was da passierte, ist ja nicht nur, dass eine Partei gegründet wurde in Deutschland. Das ist ja im Grunde genommen weltweit gesehen eine Kleinigkeit oder eine Nebensächlichkeit, für Deutschland natürlich nicht. Aber allgemein für die Welt ist es absolute unwichtig im Moment noch sowieso. Und da passierte es auch, dass ein Nicht-Politiker, also ein absolut mit der politischen Elite nicht verschwägerter amerikanischer Präsident wurde, der aber Gefühle hatte. Jetzt können Sie lachen und sagen, nein, Trump hat doch keine Gefühle, das ist nicht wahr. Der hat Gefühle, der redet mit Truckern, der hat die Sprache des kleinen Mannes, der hat auch nur so gewonnen, der ist vielleicht nicht der absolut durchtriebenste, aber ist klug und er redet die Sprache des Volkes und das ist der Krebs hier unten. Nur so hat er gewonnen. Also er hat eigentlich nur absolute Fans, also wie sagt man, Freunde, die ihm wirklich gut gesinnt sind. Oder dann eben die anderen, die um ihre Freunde oder um ihre, sogar um ihr freies Leben, also die in Gefängnisse kämen oder vor Gericht bangen müssen,
Er hat nur diese zwei Sorten. Also in diesem Sinne spaltet er schon auch die Nation, aber die spaltet sich natürlich selber auch. Er selber ist Zwilling, hier im Gegenbogen vom Krebs und in Opposition zum Schützen, ja. Und Zwilling ist ja die Journalisten, er selber hat ja Journalismus betrieben, er hatte eine Show, so, du bist jetzt gefeuert und so. Und wie gesagt, er ist ja selber Zwilling und bekämpft jetzt die Medien, das heißt, sie bekämpfen ihn. Und wissen gar nicht, dass sie sich selber bekämpfen. Also CNN ist ja bald ein Ruinensender, ja, der. Also da mussten, der Ross heißt einer, musste gehen, Pädophilie, ein anderer musste zurücknehmen, dass er gelogen hat und gesagt hat, Trump ist unter Untersuchung, also Investigation, und hat jetzt 5 Tage Sendeverbot nur. Und solche Dinge, also CNN, NBCNN oder wie sie alle heißen, ABC und so. Ja, das ist ja. Und diese täglichen Nachrichten seit über fast 2 Jahren, also seit den Wahlen, über diese Clinton und über diesen Podesta, also man muss dann immer auch die Gesichter anschauen, wenn einer von diesen Verrätern, also zum Beispiel der jetzt wieder gesagt hat, sprachliche Verwirrung gemacht hat, dass er das auf ein kriminelles Niveau hob, was gegen Trump geschrieben wurde, und vorher war es ja ein sozial nicht ganz korrektes Dings, also jetzt hieß es extrem, ich weiß es nicht auf Englisch, aber so. Man muss jetzt immer schauen, wer um die herum steht, und dann weiß man schon genau, diese Köpfe, also diese Köpfe. Ich meine, niemand kann etwas dafür, wie er aussieht, aber wenn sie dann reihenweise auftauchen, also Köpfe wie, ich kann nicht sagen wie Hyänen, sondern dann würde ich die Hyänen beleidigen, sondern wie einfach schrecklich. Und dann aber wieder ein Jordan, Jim Jordan heißt er, glaube ich, sympathisch, oder Trey Gowdy oder so, da stehen dann auch ganz andere Menschen neben denen. Also der Podesta, dieser pädophile Kopf, der übrigens einem im Bundestag, einem Grünen, im Deutschen Bundestag ähnelt, der auch, aber der hat es mehr mit Drogen. Das ist unbeschreiblich. Und das sollte, Lavater hatte recht. Also Lavater wurde weggelegt von den schrägen Köpfen. Weil Lavater würde, wenn man das weiterverfolgt hätte, heute noch gelten. Mindestens so wie das kollektive Unbewusste und all das Zeug. Lavater hat ja Physiognomie, ja. So wie man aussieht, so ist man. Ja? Nicht so wie du isst, also essen, bist du. Das vielleicht auch. Aber das kann man üben und lernen. Aber Aussehen kann man nicht ändern. Doch, man kann es heute chirurgisch machen, auch viele, aber sie sehen ja dann trotzdem nicht anders aus. Es wackelt dann noch mehr mit der Zeit, aber das ist halt die Mode und die neue Zeit. Aber ich meine jetzt,
wie man im Grunde unverändert aussieht, so ist man. So ist man. Lavater hatte recht. Und weil er recht hatte, hat man das vergessen, weggelegt und IQ und Rorschach-Tests und solche Sachen konstruiert. Ja, es ist ein Horoskop, das, weil ich gesagt habe hier, Merkur, Neptun, die Träume werden nicht erfüllt, dass uns mit so einer Saturn da oben zumindest bewusst macht, dass wir ohnehin keinen Zugang zur Zukunft oder Vergangenheit im Denken erhalten, das nicht Illusion wäre. Alles ist Gegenwart. Alles ist Gegenwart. Wir haben keine Zukunft, wir haben keine Vergangenheit. Die paar Vergangenheiten, das ist nicht die Vergangenheit, das ist die Begegnung mit Fritz. Oder der Autounfall oder die Hochzeit, das ist keine Vergangenheit, sondern das sind Ereignisse, die man auch aufschreiben kann und die ganze Bibliotheken füllen. Alles andere sind Zeitvorstellungen, die auf Gefühlen basieren. Erinnerbares ist Gedachtes und es ist wenig. Außer wir besuchen eine Bibliothek. Was aber trotzdem nichts ändert, da wir ja kein Buch aufnehmen können oder selbst von Seiten uns nur ein paar Sprüche im Gedächtnis bleiben. Darum lesen wir immer dasselbe. Bibelzitate oder Tagesnachrichten, den Wetterbericht, was alles zum Vergessen da ist. Es gibt es schon morgen nicht mehr. Sogar immense Spektakel, Konzerte, Sportveranstaltungen, Attentate. Alles sind in Kürze schon Daten, nur noch Daten, mehr nicht. Der 9.11.2001 wurde nur durch ständiges Wiederholen, durch ständige Wiederholungen zu einem berüchtigten Datum, durch die Gründung von der Al-Qaida und all das Zeug danach und den Überfall auf den Irak. Und durch Filme und Fotos auch von denen, die sagen, das wäre handgemacht gewesen, was ja stimmt. Ist das so omnipräsent geworden, weil es daneben noch zu so viel anderem dient und diente. Nun, so eine Saturn im Jahreshoroskop bedeutet auch immer Abschied von einer älteren Person oder von einer
Kapazität, ja, das ist ein komisches Wort von einer Koryphäe. Denn so ein Saturn beendet ja die Zeit und damit auch die Illusionen. Und alle intelligiblen Vorstellungen, auch das Denken, dass ja Zeit ist, findet 2018 nicht mehr im Sinne von neuem Denken, also neuen Taufvorgängen von Gefühlen statt. Keine neuen Gefühle, die getauft werden könnten. Die Erde als hier drauf, ja, wäre sie hier unten auf 0 Grad Krebs in Opposition zum Saturn, ist unheimlich unter Druck und da kommt auch der Klimawandel hinzu, der erfunden oder nicht erfunden, egal ob er handgemacht, also menschengemacht ist, das Klima wandelt sich, das stimmt. Das sagen uns hier nicht Experten, sondern Saturn. Es wird sich zeigen in diesem Jahr, ob es so ist oder so. Saturn zeigt, dass es den Geist nicht gibt, wie wir das Denken und Gedachte irrtümlich so nennen, um uns eine Aufwärtsentwicklung vorzutäuschen. Man stelle sich das vor. Wir entwickeln uns aufwärts. So ein Irrsinn. Also, ich lese Bücher, ich gehe in Seminare, um ein besserer Mensch zu werden. Das ist doch der größte Egoismus, den es gibt. Ja? Ich denke nur an mich, ich gehe in ein Seminar und dort lasse ich mir sagen, mein Aszendent ist belastet, aber meine Sonne, wie sagt man, hebt mich rauf und mein Merkur Jupiter ist so toll und so. Ich denke ja nur an mich und will dadurch, dass ich gerade Geld, viel Geld, 200-300 Franken manchmal, bei irgendeiner Babette, ausgebe, ein besserer Mensch werden, anstatt dass ich es eben nach Afrika schicke und die Völkerwanderung verhindere. Das ist doch krass. Warum lesen Menschen, übrigens, was ich hier sage, gehört zum Jahreshoroskop. Da müssen Beispiele her, ja. Das sage ich nicht einfach, um jetzt zu reklamieren. Ich bin überhaupt nicht, ich echauffiere mich gar nicht. Warum geben Menschen Geld aus, um zu wissen, wer sie sind oder wer sie werden könnten oder um sich zu besinnen, dass sie nicht die sind, für die sie sich halten oder um einfach etwas zu kaufen, das nur mit ihnen zu tun hat. Also, dass sie sich Handschuhe kaufen und so, das ist verständlich, weil es schneit. Es schneilet, es beilet, es geht ein kühler Wind. Meidli lege Tänschener und Urbe laufet geschwind, haben wir früher gesagt. Aber sie lassen sich Honig um die Ohren schmieren
nennen das Geist. Gedanken anderer, die einfach so raffiniert sind. Warum sind sie raffiniert? Ja gut, ich erkläre es an einem Beispiel. Sagen wir, einer liest ein Computeroskop oder schaut ein Video, wo die Frau da sagt und du Löwe hast es dann wunderbar und du Jungfrau auch und du Waage auch, aber du musst noch ein bisschen das und so, aber sonst ist es super und der 1. Januar ist das Erdhoroskop, nicht die Sonne da auf der Erdachse und so weiter. Du, und wenn dann alle, wie sagt man, wenn man den ganzen Weg von, wenn sie denn den ganzen Weg von allen aufgezählt hat, dann hat man eigentlich einen Menschen vor sich. Aber das vergessen dann, ob sie nun im Krebs oder in der Waage oder im Wassermann geboren sind, sie vergessen die anderen, die auch genannt wurden und meinen, dass wenn dann etwas eintrifft, was gar nicht in ihrem Zeichen gesagt wurde, ja, das sei richtig. Das sei absolut, oh, du machst das super und so weiter. Und sie lesen oder hören zu. Und warum? Beim Lesen noch viel mehr. Da müssen sie ja bestellen. Da bekommen sie ein Computerhoroskop. Und der Grund dazu ist ganz einfach. Bei jeder Zeile, wo sie lesen, denken sie, sie fühlen das nicht. Sie denken, das bin ich, das bin ich, das bin ich, das bin ich, das bin ich. Dafür bezahlen sie. Das ist doch Egomanie. Dabei ist vielen klar, dass man ohne Progression gar kein Horoskop hat. Der Saturn doch die Zeichen. Der Saturn da doch die Zeichen. Das sind Lebensphasen. Das habe ich vorher aufgezählt, wenn ich sage Kindheit, Jugend, Karriere, Altern, Abschied nehmen. Ja. Und diese Menschen, nichts dagegen, dass sie sich entwickeln wollen. Aber wie sie es tun, muss immer aufwärts sein. Und warum das? Damit sie dann wieder runterfallen. Wieso nicht abwärts? Wieso müssen sie von Engeln sprechen? Wieso müssen sie Jesus bemühen? Eben den Lauf eines Menschen, ein Mythos natürlich, durch den ganzen Tierkreis, und man kann sogar sagen, aber das ging jetzt so lange, in welche Sterne in jedem Tierkreis damals was bedeutet haben in der Geschichte. Und Jesus wurde nicht am 25. Dezember geboren, das ist der Tag von Manilius Maximus, der Sonnenkult, der so beliebt war, dass man einfach die Geburt von Jesus in Rom dann auf den 25. verschoben hat, weil das dort damals eben diese Konstellation war. Damals dachten sie, dort ist die Sonne auf ihrem Tiefpunkt. Das können Sie sogar in Wikipedia nachlesen. Dann haben Sie Geist. Wikipedia ist ja Geist, ja. Saturn zeigt 2018, dass es diesen Geist nicht gibt, der da in den Bibliotheken noch, das ist Geschriebenes, Gedachtes. Und wir nennen das irrtümlich, sage ich jetzt mal, mildernde Umstände, ja. Irrtümlich Geist, was wir aufschreiben. Mit diesem Geist ist in den letzten paar Jahren, in wenigen Jahren,
sind ganze Gesellschaftsordnungen zerfallen. Und wir sagen dann Terroristen. Also wenn es so viele sind, Terroristen, meine ich, dann müssen das mal normale Menschen gewesen sein und die müssen angestiftet worden sein und für das Anstiften und für die Taten, die sie begehen, das ist ja jetzt ihr Handwerk, müssen sie bezahlt worden sein. Also stand das auch von uns. Ich sage jetzt natürlich nicht von Ihnen und von mir. Ich nehme das. Aber ich habe im Spiegel bemerkt, dass ich ein Mensch bin, also gehöre ich auch dazu. Ja. Wenn wir dieses Horoskop jetzt als Grundlage nehmen und ein bisschen noch kurz ins Jahr hineinschauen, dann mache ich hier das Tageshoroskop auch für Berlin. Und stelle natürlich jetzt den Aszendent und Äquale, das sind ja gar keine Häuser, sondern Abschnitte an, die sind einfach 30 Grad vom Aszendent immer, wenn der auf 21 Grad Krebs ist, dann ist auf 21 Grad Löwe dann das nächste Feld und so weiter. Neunte 12. 2017, Tageshoroskop. Machen wir Wochenschritte? Nein, dann kommen wir zu langsam durchs Jahr. Ich mache Monate. Das genügt für dieses Horoskop, denn, wie gesagt, also Verbindungen zu diesem Horoskop müssten Sie sehr viele haben, damit es direkt wirkt. Oder wenn man jetzt Trump oder Erdogan oder die Merkel oder so, deren Sonnen wenigstens benutzen würde, dann könnte man da noch etwas rausholen. Aber sonst gilt es für die Erde. Und die Erde leidet. Sonne, Saturn, sie leidet. Ich will noch kurz noch einmal das Horoskop vom letzten Mal zeigen. Das war der 22.12. 1987, da war es das letzte Mal, dass Saturn, verstehen Sie, dass Saturn dabei war. Das galt dann für 1988. Dass Saturn bei der Sonne stand und auf der Sonne war der Merkur. Und der Uranus. Also da muss es dann schon auch revolutionäre Dinge gegeben haben. 1988 und 87, was war da? Ich weiß es nicht. Da hatten wir einen Steinbock Saturn, die Völker
suchten aus der Beklemmung, aus der gefühlsmäßigen Beklemmung herauszukommen oder andere wieder ihre Gefühle oder die Gefühle anderer zu strukturieren und so weiter. Also ich möchte sagen, hier 1987 gab es das zum letzten Mal. Als Beispiel mache ich ein Jahr zurück, wie es dann ausgesehen hat. Wieder die Sonne hier, Saturn nicht. Noch ein Jahr, Saturn hier. Noch ein Jahr, Saturn hier. Noch ein Jahr, Saturn hier. Also Sie sehen, es ging 29 Jahre, bis dieser Saturn zur Sonne kam, wie jetzt. Und Sie können sich vorstellen, 28 Tage-Rhythmus, also 29 Tage-Rhythmus ist zum Beispiel die Menopause, nicht Menopause, nein, die Menodauer einer Frau, die Menses einer Frau und jeder Arzt, der wirklich ein Frauenarzt ist, sagte Hippokrates. Und das wurde damals übrigens auch ohne Hippokrates. Die Juden machen heute noch die orthodoxen Mondmonate. Also, das sind dann die Monate und der Mond hat 29 Tage, um diesen Kreis zu gehen und der Saturn 29 Jahre. Und vor 29 Jahren war der Saturn auf der Sonne. Hier, also eben weiter entfernt. Und der Uranus natürlich günstiger, ein Absauger, ja. Explosiv zwar, aber ich setze mich durch. Ich denke, Amerika war damals wirklich eine Weltmacht. Ich weiß nicht, war es unter Reagan? Ich denke, unter Reagan war das noch. Und da hatte natürlich Neptun keine Chance gegen diese drei da Population, denn das sind die, also die Sonne nicht, aber Uranus und Saturn, die ständig Neuordnungen machen, das Alte reformieren. Also der Uranus reformiert, da Technik war eine, spielte eine Rolle. Und der Mars war ein Widder damals. Der Polus beim Mond. Na gut. Es sind 29 Jahre vergangen. Und wir wollen diese Vergangenheit. Auch wir wollen diese Vergangenheit jetzt nicht mehr untersuchen. Aber dass man natürlich einfach den 1. Januar nimmt, um für ein Jahr ein Jahreshoroskop zu machen, das ist natürlich, ja, fahrlässig. Das hat ja, womit hat denn das zu tun? Da steht die Sonne irgendwo, meistens im Steinbock. Und der Saturn ohnehin, der steht ja nur dieses Jahr bei der Sonne, so gesagt.
Gut, gehen wir mal monatemäßig. Hier ist der 9.12.2017 außen, ja, außen. Und gehen wir mal in Monaten vorwärts, denn man müsste das Horoskop ja nicht erstellen, wenn es gar nichts aussagen würde. Aber es ist natürlich weniger als ihr eigenes Horoskop, was sie betrifft. Also wir sind noch nicht bei dem Horoskop, beim Jahreshoroskop. Wir sind ja jetzt noch am 9.12., darum mache ich jetzt noch Wochen. Das ist übrigens Mars Saturn, diese blaue Strich da und Ihnen. Die nähern sich natürlich, weil ja das ganze Horoskop jetzt dann so wird wie das Jahreshoroskop. Der Merkur ist immer noch rückläufig. Ich denke aber nicht, dass ich mich irre deshalb. Das war schon, als er rückläufig wurde, sind mir Fehler unterlaufen. Aber nicht mit dem Johnson-Horoskop, sondern ich habe es dort zu wenig deutlich erklärt, wie selten das ist, wenn Johnson und Kennedy die halbe Sonne und die ganze Sonne ein Jahr vorher Johnson und ein Jahr später Kennedy auf der eigenen Sonne im Gegenbogen haben und es dann zum Attentat kam. Ja, hier sind wir dann ungefähr am 23. Aber wir gehen jetzt weiter über den ersten hinweg, weil das kein Horoskop gibt von der Erde. Und suchen uns nur ein paar wichtige Punkte. Berlin hat übrigens in diesem Horoskop den Pluto am Deszendenten. Alles andere natürlich wie die anderen. Neptun im 9. Haus und so weiter. Dieser Polus geht kaum weg, ja, das ist jetzt schon Februar. Also Polus, wenn Dinge vorfallen, jetzt und bis im, ja, immer noch im Februar da, Attentate, dann wissen wir warum. Der steht jetzt auf dem neuen Jahreshoroskop. Auch, es gibt ja noch anderes. Und kehrt da wieder um, ja? Also turnt da immer hin und her. Die Gefahr von Attentaten ist groß und ist da. Und in Amerika und in England sind wieder Dinge passiert in den letzten Wochen. Also beachten Sie den Polus hier. Ja, der geht 0,52, der ist fast wieder auf der Sonne. Jetzt ist er auf der Sonne, im Juni. Und im Juni wird es gefährlich, weil Mars Saturn zum Pluto gerät. Nein, schon gewesen ist. Mars Saturn. Ist das Mars Saturn? Ja, das ist Mars Saturn. Ist hier am 29. Mai auf dem Pluto und die Sonne geht darüber. Ein gefährlicher Tag. Man kann hier nur die Tage nehmen, denn der Jupiter ist wieder gleich. Der Polus hier steht auf der Sonne und der progressive, also das wäre jetzt der Bock der Jahres, der transitäre oder sozusagen der progressive, aber ein Jahr hat ja fast keine Progression, die Sonne würde sich bei einer
Menschen oder bei einer Sache nur um ein Grad im Jahr drehen und die Venus und alle anderen auch nicht viel mehr oder weniger sogar, der Saturn gar nicht. Ein Tag, gleich ein Jahr. Aber das ist ein gefährlicher Tag mit der Lilith, der Sonne und Pluto. Also um diese Tage herum ja. Merkur, Uranus gleichzeitig. Und wie gesagt, auf der Erdachse hat im Achtelquadrat hat die Sonne zum Saturn, den Sie hier nicht sehen, doch sehen Sie vielleicht noch den Jupiter dabei. Also politisch geht es drunter und drüber. Jupiter Saturn ist der Politik und die Sonne da ist in den harmonischen noch Mondknoten Pluto, aber das ist eben nicht so harmonisch, wenn es Pluto-Mondknoten betrifft. Genau ist das dann 21. bis 30. Mai ungefähr. Und der Polus Saturn Sonne ja, das ist ein starker Tag Ende Mai, die Tage Ende Mai, 28. 29. 27. auch, da ist es exakt sogar. Aber die Sonne kommt erst, 26. ist dann sogar auf dem Aszendent von Berlin. Ah, der Pluto ist auf dem Aszendent von Berlin. Also vom Jahreshoroskop, ja. Auch für Berlin erstellt. Machen wir einen Monat wieder. Also Ende Mai, die letzten 10 Tage vom Mai bis 7-8 Tage bis die ersten 4 Tage im Juni sind gefährlich. Hier hat es auch etwas. Das ist auch ein gefährlicher Tag, der 13. Juni. Da ist wieder eine Persönlichkeit, die geht. Aber auch der Polus immer noch auf dem Polus. Und Sonne, Saturn. Der Jupiter blieb stehen. Ja, und hier wird es jetzt ganz kriminell, sag ich mal. 20. Juni. Aber schon vorher. Ja, da beginnt der Mars umzukehren. Und ich sage es wieder, der Kosovo-Krieg begann unter rückläufigem Mars, also unter solcher Umkehr. Und endete, als er wieder direkt wurde. Taggenau. Und hier am 27. Juni beginnt der Mars rückläufig zu werden. Aber das spüren Sie schon eine Woche vorher. Und das spürt nun jeder. Weil das ist ja dann nicht mehr das Jahreshoroskop, sondern das ist der ganz gewöhnliche Transit, den alle haben. Nur nicht in Bezug auf dieses Horoskop, weil nicht Sie, dieses Horoskop, sind da oben. Aber das da wirkt in Ihrem Horoskop. Natürlich ist das nicht Ihr Mond da, wo der Mondknoten da unten drauf steht. Aber es wirkt in Ihrem Horoskop, es wirkt in jedem Horoskop, es wirkt allgemein, es wirkt in allen Horoskoparten, die es gibt.
Ja, hier wird der Mars rückläufig, also schon sicher eine Woche vorher. Und da kommen dann alle die dran, die mit Merkur, also mit Mars, rückläufige progressive Mars im Horoskop haben. Das ist die Clinton, das ist der Comey, der Müller hat den Saturn, der Obama hat den Saturn rückläufig bekommen. Bekommen, ja, also der ist immer noch an der Umkehr und erst wenig rückläufig. Der Macron hat einen rückläufigen Mars schon lange. Probleme mit Frauen. Also nicht, dass er keine bekommt, sondern dass er vielleicht gar keine will. Aus welchen Gründen auch immer. Und früher gleich in der Schule sich von einer Mutter an die Brust nehmen ließ. Was ja nichts Schlechtes ist, aber der rückläufige Mars, darum sage ich es. Und Comey, die Hillary, es sind noch ein paar, wo ich weiß, dass sie einen rückläufigen Mars haben. Das ist dann einfach sehr, sehr, sehr schlimm, wenn der sich während dem Leben einstellt. Beim Mars übrigens auch, wenn man damit geboren wird. Aber einen rückläufigen Merkur bekommt jeder mal. Aber Mars eben nicht, weil der dann schon Monate und vor allem während er umkehrt, auch wenn er wieder direkt wird, ist dasselbe. Gut, gehen wir vorwärts. Wie lange der? Eine Woche. Ist er immer noch am gleichen Ort? Sehen Sie auf dem Strich hier. Jetzt wird er rückläufig. Geht über den Mondknoten, Lazarette, Feuerwehr, Polizei im Einsatz und die Sonne auf Mars Saturn hier gerade am 18. Juni. Und hallo, der Mars Saturn bleibt auf dem Pluto stehen. Das ist krass, sehen Sie? Eine ganze Woche bin ich nach vorn gegangen. Also, siebte auf dem Pluto, Mars Saturn auf Pluto sieht man ungern. Hier ist 28. Juni, 29., 30. Und da wurde eben der Mars rückläufig. Sie sehen, der kommt da ganz langsam daher auf den Mondknoten. Und Mars Saturn, der rote Punkt da, der rote, ist jetzt auf dem Pluto. Das auch noch. Bleibt hier stehen lange. Also hier kann es sogar, ja, ich muss das sagen, kann es sogar zum Krieg kommen. Wobei, wir haben ja schon Krieg, aber zu welchem noch? Oder zu einer Katastrophe? Oder ich weiß es nicht, ich möchte nicht. Ich sage nur, schauen Sie diese Bilder, Sie verstehen viel von Astrologie. Ich möchte Ihnen übrigens auch einmal danken dafür. Sie machen gute Kommentare und ich erhalte auch E-Mails mit Fragen und so weiter. Und die sind nicht blöde, sondern sehr klug und sehr astrologische, mit astrologischen Kenntnissen. Dafür mal ein Dankeschön auch. Es sind nicht so viele wie andere, habe ich aber dafür die Besten, die hier.
Sachen studieren. Also, Masato geht jetzt natürlich auch mal ein bisschen weg da vom Pluto zum Glück, aber da stand ja den ganzen, also vom 10. Juli bis 25. Juli, ja nein, noch mehr, der geht ja dann auf den, so, bis zum 1. August ungefähr stand der auf dem Pluto und der Mars lief über den Mondknoten, also über die Menschen, auch über Wähler, aber andere Stimmen gibt es ja auch, was die Menschen von sich geben können. Und an diesem Tag da, am 18. Juli, war die Sonne gleichzeitig auf dem Mars-Saturn-Radix. Ein gefährlicher Tag. Mars auf Mondknoten. Ja, und so geht das weiter. Jetzt habe ich die Mars-Umkehr verpasst. Hier ist sie. Im August dann. Moment jetzt. Also da geht er immer noch retour. Er müsste in diese Richtung laufen, ja. Vorwärts. Und geht retour über die Lilith da. Ja, hier. 29. aber das August, also im September, ja. Vom Juni bis September ist der rückläufig, so ungefähr 3 Monate, ja. Und hier wird der rückläufig, wieder direktläufig, kehrt um, aber das spüren Sie auch wieder eine Woche vorher. Und eine Woche nachher, also nach diesem Datum bis in den September hinein. Und geht dann wieder auf den Mondknoten. Da kommen dann Sachen, die sich bei der ersten Umkehr abgespielt haben. Kommen dann. Ja, das wollen wir gar nicht anschauen. Hier wieder Sonne, Saturn, neue Quadrat. Das ist dann am 20. und 19. September, so 19. und 20. September. Ja, und dann geht das so weiter. Sonne, Saturn am Widerpunkt. Vom Jahreshoroskop, wie gesagt, ja. Und hier nähern sich Mars, Saturn, also hier ein Tag. Ist Sonne, Mars, Saturn, genau am 17. Oktober. Auch ein Tag, den man sich merken kann. Und hier geht die Sonne über Mars Saturn. Und der Mars Saturn nähert sich dem Jahreshoroskop. Wenn hier etwas wäre, dann wäre das Jahreshoroskop noch viel deutlicher als man annehmen durfte bisher. Merkur, Mars auch eine Schläger. Oder Schnellredner oder Schlagfertigkeitskonstellation. Und so geht das weiter. Mars, Uranus, Merkur, Neptun, die gibt es ja hier oben auch. Ja. Träumen am helllichten Tag, aber das tun wir ja
Ohnehin. Ja, da sind wir schon über. Über das neue Datum hinaus. Das wäre dann das neue Datum. Das dann nicht mehr ganz so schlimm aussieht. 21.12.2018. Die Zeit stimmt jetzt wahrscheinlich nicht. Nein. Da müsste ich Minuten einstellen, um das zu sehen. Stunde. Hier ist die Sonne dann wieder auf. Null Grad Steinbock. Das wäre dann, ich mache jetzt das Radix weg, also das alte Jahreshoroskop. Da wäre jetzt das Tageshoroskop vom ganzen Jahr, das jeden Tag wechselte, wäre jetzt zum neuen Jahreshoroskop geworden. Am 21.12.2018 um 23.46 Uhr. Das gilt dann für 2019. Wie das aussieht, so eine Merkur-Konjunktion, oha, schön. Aber der Saturn ist natürlich jetzt im Zeichen, wo auch Pluto sich befindet. Das ist übrigens auch in diesem Horoskop Ende 2017 für 2018 der Fall, oder? Der Saturn ist hier. Wenn Sie ihn sehen, und hier ist der Pluto, etwa auf 18 Grad Steinbock. Ja, zu erzählen gäbe es noch mehr, aber das ist das Jahr 2018, und 2018 haben wir rückläufigen Mars vom Ende Mai, also im Juni, bis Anfang September. Juni, Juli, August, 3 Monate bis Anfang September. Und das ist große Gefahr, wenn Mars Saturn noch auf Pluto hockt, der laufende Mars Saturn Halbsummenachse. Viele andere habe ich jetzt nicht untersucht, sonst könnte man noch genauer darüber reden. Jetzt müssen wir zuerst einmal den Merkur wieder abwarten, bis der umkehrt. Und das wird sein, damit Sie das auch noch haben. Mache hier das Tageshoroskop von heute. Der Merkur
läuft immer noch rückwärts, macht Tage hier oben. Ja, auf Mars Saturn. Nein, auf Sonne Saturn ist der morgen oder übermorgen. Dann auf der Sonne am 12. Und hier am 15. endlich mal auf der Venus, ein bisschen schöner. 15. also ein Tag, wo Sie mit Freundlichkeiten und Wohlwollen rechnen können. Er kehrt aber allmählich um, dann ist immer noch rückläufig. Hier unten sehen Sie es. Hier 13 Grad, 13, 29, 13, 0, 9, 13. Jetzt hört er auf. Bei genau 13 Grad steht er still und ist jetzt auf 13,12 Schütze, also geht wieder vorwärts. Also er kehrt hier um, das spüren wir dann wieder, also aufpassen mit Drucker, Papier, schriftlichem, nichts unterschreiben, was nicht nötig ist und ja. Alles, was ich mit der Post und mit, also nicht mit der Postanstalt, das vielleicht auch, aber mit ihrer Post meine ich, oder mit ihrem Lesen und Schreiben zu tun hat, wird sich dann hier wieder bemerkbar machen und jedes Mal eine Wiederholung bedürfen, aber das ist nicht, nichts Unlösbares. Die Venus befindet sich dann auf Saturn, Melancholie und so weiter. Und wie gesagt, die Sonne ist da über den Saturn gegangen. Also die Weihnachten sind 24. sehen Sie, das sind ernste Tage dieses Jahr. Weil das neue Jahreshoroskop, das neue, ist ja am 21. und das ist mit Sonne Saturn hier drin. Und die Sonne muss natürlich, ja, da wird am 21. schon etwas sein. Wir haben ja jetzt Leute, die behaupten, Weihnachten sei nicht für das christliche Abendland, oder es gibt einfach zwiespältige Dinge, das könnte dann schon wieder, wo ist denn Mars, Saturn, so auf die Geschwinde, ja, die würde dann am 25. aufeinandertreffen. Nein, am 22. Aber das wirkt natürlich schon. 21., 22., das wirkt dann schon noch ein Tag. Und hat das ein Quadrat, ja, Gegenbogen. Ja. Will mich da jetzt nicht festlegen, also das reicht Mitte Jahr, rückläufiger Mars,
gar nicht gut. Merkur wird natürlich auch zweimal rückläufig, aber den habe ich ausgelassen. Aber eben auch Weihnachten sind ernst, aber besonnen, aber hoffentlich nicht mit diesem Pollus da, der hier das Ganze hoffentlich nicht prägt. Sonst wäre es dann ziemlich, ja, Sie wissen, was gemeint ist, ziemlich unschön. Und würden dann wieder Dinge vorfallen. Ich lasse das so stehen. Ja, ich kann ja eigentlich... ich lasse das außen auch stehen. Weil das doch... es sind ja gar nicht... es ist besser sichtbar. Es ist aber dasselbe wie innen. Und sonst, oder wollen Sie... Nein, lassen wir es so, ja. 21.12.2007, Jahreshoroskop für 2018. Also 21.12.2017, nicht 7. 2017 für das Jahr 2018 um 17.28 Uhr. Hier ist es für Berlin. Erstellt. Der Aszendent hier ist im Krebs. Deszendent natürlich da beim Pluto im Steinbock. Gut. Oder? Wie auch immer. Vielleicht mache ich weiter. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Wirklich. Und viel Glück.